Oh, ganz, ganz viel. Also die Equitana ist wirklich die Veranstaltung, die mich von Anfang an immer total fasziniert hat. Und ich habe das ja in meinem Leben alles nicht so geplant. Und als ich dann plötzlich selbst auf der Equitana war und das alles erlebt habe, das war wirklich so das Event, wo ich gesagt habe, okay, jetzt können wir Menschen erreichen, jetzt können wir was verändern, jetzt können wir unsere Arbeit zeigen. Also ein tolles Forum. Und ich freue mich ganz doll, dass wir 2022 wieder dabei sind. Na, es gibt natürlich keinen Ort sonst und das ist deswegen ja auch die Weltmesse, wo man alles unter einem Dach hat, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen kann man ganz, ganz viel Vernetzungsarbeit machen. Man kann mal über den Tellerrand blicken und all das finde ich eben so wunderschön, dass man vielleicht auch die Möglichkeit hat, so ein bisschen Brücken zu bauen zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Also das leistet wirklich nur die Equitana. Hatten ganz besondere Equitana-Erlebnisse. Sehr in Erinnerung ist mir eigentlich die Equitana Education geblieben, weil man da so sehr in Ruhe arbeiten konnte. Man hatte mehr Zeit, sonst ist es ja immer ganz eng getaktet. Die Equitana Education fand ich von daher, das war so mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Ich wünsche der Equitana für die Zukunft, dass sie A, immer stattfinden darf, dass sie weiter besteht, dass sie weiter eben auch ihren Bildungsauftrag so ein bisschen wahrnehmen kann, weil sie ist ja alles, sie ist Unterhaltung, sie ist Show. Sie soll aber auch zeigen, was ist gute Ausbildung. Und wenn sie das alles schafft, weiterhin und eben auch ihren Auftrag weiter wahrnehmen kann, dann bin ich ganz, ganz glücklich.